So, der Tag zu kommen, nehmen wir uns mal diesen beiden hier stellen. Ja, ich habe es ehrlich gesagt die ganze Zeit ein bisschen so vor mich hergeschoben, aber ja, hab mir gedacht, komm, machst du mal jetzt hier um 1 Uhr nachts noch. Das ist die Uhrzeit, in der ich gerade aufnehme, und ja, komm, den Kampf, den packst du auch noch so hier ganz kurz rein. Und ja, versuchen wir mal. Ich gehe mit dem Team hier rein: Yuri, Repeat, Rita und Estelle. Und ja, ich meine, mit Repeat kann man irgendwas von den klauen, habe ich da jetzt mal herausgefunden. Und ja, Yuri hat diesen Alexandrit, der irgendwie KP und TP um 25% erhöht, und alle sind Level 68. Bis auf Flynn, der muss natürlich auf 69 sein. Und ja, nehme ich mal an, werden wir es ja schaffen. Die waren, glaube ich, schon Level 60. Also ja, komm, die werden wir schon auseinander biegen können, diese beiden Engel des Todes. Mir das mal Cutscene durchlaufen noch mal. Guck ich mal an, wie badass unsere Charaktere aussehen. Ich habe ihnen alle die most badass Klamotten hier gegeben. やめなってば。無益を無益。復讐は何も生まねえわよ。でもこのやるせない気持ち、なんとかしたいの。恨むならアレクセイ恨むのが筋じゃないの。アレクセイは死んだ。お前たちは生きている。たく。いいぜ。相手してやるよ。待ってください、ユーリ。あなたたち、どうしてイエガーと一緒に戦わなかったんです？ あの時その場にいたのに。奴にそう命令されたからでしょ。違う？その通りだわ。それで今更敵討ちか？意味わかんねえぞ、おい。黙れ！お前なんかに何がわかる？イエガー様、私らのためにああするしかなかったのよ。どういうことです？イエガー様、 裏でいろいろやってたのがアレクセイにバレちゃって、私ら助けるために喋りすぎだ。トロワット、ごめん。地上がどうあれ、お前たちはイエガー様を殺した。許すわけにはいかない。悪いけど相手してね。やるしかない。Verzeihung, okay. そんな。来るぞ。 Dann los. Komm. Normales Kampfthema, okay. So, erstmal analysieren. Ja, ich wahrscheinlich, ne? Machen wir Gouch. Weißt du was? Wir machen direkt den hier. Konnte ich dir beinahe unter das Röckchen gucken, Lady. Wir machen jetzt direkt hier volle Möhre. Oh nein, das machst du nicht. Ich mach meins jetzt. Muss X wie ein Blöder drücken. Für mehrere Treffer. Wahrscheinlich nicht über 36 oder 37. Nein. Sind immer noch überall mit Dreck. Okay, die schaffen wir schon Level 60. Da ist auch die andere. Analysieren, und dann müssen wir klauen, weil ich meine, die haben irgendwie Schwerter oder so hinterlassen, ne? Dreutz Schwert, cool. Dann hier weg zum Stehen. So, was mystische Art. Okay, das war nicht so stark. Ja, was du jetzt die ich. Ich glaube, du was. Okay, kann man jemand Yuri wecken und heilen? Der ist verwirrt. Oh, der geht auf mich los. Au. Na. Wo kann ich euch mal treffen? Ich weiß nicht, bei wem ich jetzt schon geklappt und wen ich kann ja plötzlich stehen. So. Ich höre Klamotten schlagen. Ja, eure Klamotten will ich nicht klauen, aber vielleicht will ich eure Klamotten klauen, keine Ahnung. So, wie alt seid ihr?
über 18 seid, dann ist gut. Sind bestimmt volljährig, ne? Auch. Gott, oh Gott, oh Gott. Verpisst euch. Oh, Meteoritensturm, gut. Gut, Rita. Warte mal. Das Schwert hat nicht geklappt. Kann ich die direkt ausrüsten? Sind doch bestimmt Schwerter. Gießen, Gauch sind Droid-Schwert, ne? Droids, keine Ahnung. Hm. Also Juri kann sie nicht ausrüsten. Vielleicht habe ich sie auch noch nicht im Inventar. Gell? Doch hier. Gott, die sind sogar gut. Die sind sogar sehr gut. Wir sind nur für Estelle. Gut. Fügt ein Gegner bei einem erfolgreichen Treffer ab und zu einen Schlafzauber zu. Cool. Zu einem Bannzauber zu. Hm. Das eine ist ein bisschen stärker in. Okay, cool. Mal ausrüsten, ne? Und so auch was lernen. Und was zu lernen ist wichtig. Bildung ist wichtig, Leute. Komm ja voll irgendwie, weiß nicht. Sechs Gott Generäle Vibes. In Tales of the Abyss. Kämpfen aber ein bisschen mädchenhafter, als ich das gedacht hätte. Ich dachte, die würden irgendwie ernsthafter kämpfen. Oh, sie ist eigentlich schon. Wir sind in ihrer Werte 762536. Okay, sie hat mehr P-Angriff, sie hat auch mehr P-Angriff. Nee, sie hat mehr P-Angriff und sie hat mehr magischen. Okay. Hier machen wir dich erstmal platt. Ich habe zwei neue Waffen für Estelle. Ich wollte schon sagen, sie hatte noch nicht halbwegs gute neue Klamotten irgendwie. Im Gegensatz zu allen Charakteren. Die haben schon eine, weiß ich nicht, eine ganze lange Zeit irgendwie ja neue Klamotten bekommen. Aber irgendwie nicht Estelle. So, ich heim mich mal hoch. Hier geht doch bestimmt auf mich los, ne? Da war bestimmt scharf auf mich, ne? Ja, Meteorinagel. Natürlich haben sie so eine doppelt mystische Art. Boah. Ich lag schon am Boden, ey. Haben schon. Also hat Tales of Xillia nicht diese Dinge eingeführt. Wohl Tales of Symphonia 2, das kam noch vor Vesperia, ne? Hatte auch schon doppelt mystische Art. Mit Emil und Martha. Martha, ne? Aber die war richtig, die mystischen Arts in Symphonia 2, die waren richtig kacke. Die waren, die sahen irgendwie unfertig aus, ey. Dass sie ihre doppelte mystische Art irgendwie gemacht haben. Die haben einfach nur geschlagen, so wild umher. War ein absolutes Chaos irgendwie. Muss auf die rein. Oh, sehr gut gemacht, Rita. Estelle, heil mich. Ich wollte sagen, hat sie keine Dings, keine TP. Aber doch irgendwie schon. Jawohl, Nachtigall. Okay, so hart ist der Kampf nicht. Ich gehe zwar hier und da mal drauf, aber könnte schlimmer sein, finde ich. Aber sie ist gleich weg vom Fenster. Oh Gott, da habe ich hier unterm Rock geguckt. Sie hat hier graue Unterhöschen an. Haben schon, na, schon wieder. Nimmt zu kurze Röckchen an. Das ist nicht fair. Guck, ich will noch nicht mal reingucken, Mann. Ich bin noch ein anständiger Junge. Ich merke, die haben die gleichen Waffen so wie in die Fresse. Sie wollten auch heilen, habe ich gesehen. Dummer Dämon. Und stimmt, ich habe gar nicht. Oh, ich bin hier noch am Lernen, merke ich gerade. Sturmböe. Deswegen habe ich das noch ausgerüstet. Ja, okay, lass mal. So, schaffen wir halt ohne dich, Rita, ohne deinen Zauber. Ja, ne. Ist aber jetzt nicht. Also du hast noch eine einzelne Mystika. Meine sind doch voll putzig, ey. Alter, die machen mich fertig, wäre ich gerade.
Estelle, irgendwie tust du uns voll spät heilen, habe ich so ein Gefühl. Schon sehr oft irgendwie der Fall gewesen, ob wir beinahe weit sind. Oh, ich habe in der Luft so ein Ding gemacht. Estelle hat noch voll viel TP. Ja, das Schlimmste, was sie machen kann, ist ja jetzt, ich wollte gerade sagen, über Limit gehen und dann irgendwie weil nicht Wiederbelebung oder so einsetzen. Irgendwie so was bestimmt, ne? Mir den Tag zu verdauen. Okay. Soll ich mal so ein Spezifik einsetzen? Nee, ne? Komm, schaffen wir schon so. Nein. So, ich will mal drei Dinge einsetzen. Richtig gedrückt, gut. Wie so eine Maus. Ich hoffe, er war noch rechtzeitig. Ja. Jetzt gebe ich dir wieder 37 Treffer. Hast ja nichts dagegen, ne? Wo mehr, aber die anderen haben geholfen. Guck mal, 57 Treffer. 61. Aber nie reicht das irgendwie. Ich wollte schon sagen, da liegt einer von uns am Boden, aber das war die andere. Oh, sie ist, nee, sie hat 48.000 noch. Ich habe eine Zeile verlesen. Autsch, schon wieder bin ich beinahe tot. Tut sie irgendwie zu spät jetzt heilen, weil wir so viele AP haben? Kommt sie mit der Heilung nicht hinterher oder was? Und weg ist er. Und los geht's. Ah ja, Hundefutter. Ich frage mich, ob da auch eine geheime Mission war. Weil das nur bei den Story-Kämpfen, ne? だから、なんで家がなんかにそこまで忠義立てするのよ。恩人だからだ。それで奴の本性を知ってなお恩返しのために使えてたってが、やるせないね。ほれ、しっかり。触るな。もっと。それは。なんでお前たちがそれを。 そんなことはいい。頼む。それを私たちに譲ってくれ。ちょっと何勝手なこと言ってんの。襲ってきておいて願いを聞けなどと、ずうずうしいにも程があるぞ。頼む。それはキャナリネーのイエガー様の思い人のもの、ずっと探していたんだ。キャナリの。リブン。イエガーが思い人か。 仲良く弔ってやんな。あ、ありがとう。なのね。その武器十分引き換えに見合うはず。おい、これは。キャナリの弓じゃねえの。お前らが持ってたのか。これで貸し借りはなしだ。私たちの恨みが消えたわけじゃない。もっと腕を磨いたら、また来るもん。 待て、待つんだ。相変わらず逃げ足だけは早いやつらなのじゃ。あ、何これ。言っちゃった。レイブンいいの？大事なものだったんでしょ。まあね、代わりのものをもらっちゃったしね。よしとするわ。あら、未練があるのかしら。それともやきもち。 うん、そう、いじめないでよ、ジュディスちゃん。私、やっぱりよくわかりません。悪人と分かってて慕う二人、本当に善意で寄付するイエガー、そして悪人の寄付で助かる子供たち、何が正しくて何が間違いなのか、
So, oh mein Gott, er war auch nur ein Mensch. So fast wie Yori, der ja Leute abstattet, obwohl er eigentlich ein guter ist. Göttliche Kanone. Boah, klingt mächtig. Und noch so ein Herausforderungsbuch, Brief. Claudes Leviathan. Ne, nehme ich an. Das hat nichts mit Rache zu tun. Taschenspiel der Taschenspiegel der Erinnerung. Okay. So, zeig mal göttliche Kanone. Ist nicht stärker als was ich jetzt habe. Dreck. Ich meine, ist eigentlich genauso stark wie was ich jetzt habe, aber hat weniger Morgi und schlechtere Fähigkeiten, glaube ich. Okay. Okay. Kann man mal machen. Gut. So, wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch was nämlich entdeckt. Als ich mich nämlich ja hochheilen wollte für diesen Kampf, ist mir noch so eine Szene über den Weg gelaufen. Die holen wir uns jetzt auch noch ganz. Oh, ich habe noch heiliger Tank, okay. Und ja, da kümmern wir uns jetzt auch noch schnell. Wenn die Aufnahme schon mal läuft, ne, dürfte nicht so lange dauern. Ich muss jetzt einfach nur erstmal hier raus. Und dann sind wir eigentlich schon da, mehr oder weniger. Muss ich nur noch kurz irgendwo hinfliegen und fertig. Okay. Weiß ich nicht. Nö, doch. Ich meine, wir müssen noch mal irgendwann gegen die kämpfen, so wie es halt angehört hat. Ich habe ein paar neue Waffen bekommen, also kann ich noch ein bisschen grinden. Ja, yeah, ist auch nicht schlecht. Ich bin nämlich gerade alles ausgegangen. So, dann gehen wir ganz schnell hier noch zu. Wie heißt der Ort? Hallo. Und zwar, wo sind hier? Da ist nämlich auch eine kleine Katze noch aufgeploppt. Ja, die gucken wir uns natürlich auch noch an. Repeat, hol's. Der gute alte Repeat. Repeat. Repeat, das kann nicht sein. Wie, was meinst du? Wo ist das nur? Er hat denselben Namen wie der frühe Rund von jemandem, den wir kennen. Was du nicht sagst. Hey, warum hat Flynn normale Klamotten an? Hast du ihm den Namen Repeat gegeben? Nein, sein früherer Besitzer hat ihn so genannt. Dann muss er. Aber was ist das? Moment. Nimm das hier. Oh. Hey, was soll denn das Ganze? Es war eine Art, dass uns deine Mutter vermacht hat. Verstehst du? Repeat war der Name eines der Welpen meines Hundes, der einem Bekannten meines Vaters gehörte. Aber nach dem Tod dieses Bekannten verschwand der Hund plötzlich. Bald danach starb Repeats Mutter und hinterließ ein Handbuch der Techniken, die sie verwendet hatte. Es ist immer noch keine Garantie, dass Repeat dieselbe Person, derselbe Hund ist, wie in deiner Geschichte. Können wir das immer noch haben? Ja, nehmt es. Ja, nur ein Hund könnte diese Art einsetzen. Das ist doch passend, wenn es eine Person, ich meine, ein Hund trägt, der es auch verwenden kann. Wirklich? Wenn das so ist, nehmen wir sie gerne an. Es gerne an. Vielen, vielen Dank. Das ist großartig, nicht Repeat? Wuff! Aber du kannst doch das nicht lesen, oder? Wuff, wuff. Okay, ich werde dir helfen. Ja, na schön, na schön. Wow, Repeat hat es gelernt. Ja, ich bin fix und fertig. Bist du vor, Repeat? Wo? Leuchtender Zahn, alles klar. Cool. Noch eine Art dazu gelernt, auch noch nicht schlecht, ne? Ist noch mal übernachten.
glaube, jetzt wird echt noch was. Ja. Was war das? Hey, hier sind wohl ein paar unserer Sachen von der Kutsche gefallen. Noch mehr Repeat Action. Repeat, was hast du da im Maul? Auch oh, nur ein Stück Fleisch. Ja, das ist dieses eine, was wir hier von dieser Hunde-Karte-Mission bekommen haben. Das ist so ein Fleischstückchen. Oh, das ist die... Eine Medaille? Die gehörte Repeat. Ich meine, dem Welpen des Hundes von meinem Freund meines Vaters. Diese Medaille ist das Zeichen eines Ritterhundes. Repeats Butter bekam sie von den kaiserlichen Rittern. Nach ihrem Tod sollten sie eigentlich an Repeat übergehen. Aber niemand wusste, wo er steckte. Genau, und so bekamen wir sie zur Aufbewahrung, bis Repeat wieder auftauchen würde. Hoffentlich ist sie zwischen unseren Faschen gerutscht. Nöp. Boom. Gute Arbeit, Repeat. Unglaublich. Nimm sie. Warte, bedeutet sie dir denn nicht recht viel? Er sollte sie haben. Wuff. Ja, wir brauchen sie jetzt nicht mehr aufzubewahren. Euer Repeat hat wohl Gefallen daran gefunden. Dann gehört sie wohl dir, Repeat. Sie vielleicht ja ein richtig edles Aussehen. Wuff. Orden des treuen Hundes. Ultimativer Hundekrieger. Okay, cool. Sag mal noch mal. Nö, diesmal nicht. Wenn die Musik gedaddelt wird, dann kam nichts. So. Ist aber nicht irgendwie so was zum Ausrüsten oder so, ne? Stark und zuerst nie. Insgeheim freust du dich über diesen Titel. Sieht nicht so aus, keine Ahnung. Gut. Wie sieht es mit dir aus? Ja, es hätte ein echtes. Sieht aus, als hättet ihr ein echtes Biest angegriffen. Warum musst du nicht etwas aus? Na los. Okay. So, okay. Gut, dann. Ja, haben wir schon mehr 20 Minuten hier was gemacht. Und. Ich sagen, weiter geht's dann, wenn ich wieder was finde, ne? Also ja, bis gleich. Und hier befindet sich eine Szene. Thermalbad. Wir sehen also badass aus. Finn, stimmt etwas nicht? Geht hier schon mal vor. Mir fällt gerade ein, dass ich noch etwas zu erledigen habe. Tschüss. Hat er vergessen, Seife mitzubringen? Er kommt gleich wieder. Warten wir drin auf ihn. Jetzt kommt er nie wieder. Dreck. So. Ja, und jetzt? Hier mit jemandem reden oder was? Nein. Ja, mit dir dann, ne? Ja. Willkommen. Oh, ich freue mich so, dich wiederzusehen. Willst du eine Reservierung machen? Ja, bitte. Dann lass dir Zeit. Alles erledigt, Flynn? Ja, ich musste nur im einen Boten finden. Du wächst so anders ohne deine Rüstung. Ich wusste nicht, dass du überhaupt andere Kleidung hast. Ein Ritter in voller Rüstung würde in einem Thermalbad nur den anderen Gästen erschrecken. Also gut, wechseln wir uns mit dem Bad ab. Oh, also oh, nichts mit oh. Entschuldige Verspätung, Captain. Wir haben eine dringende Nachricht erhalten. Hm? Du hast sie er bestellt? Schön, ich bin froh, dass ihr gut herkommen seid. Solange wir hier sind, seid ihr beide vom Dienst befreit. Captain Flynn, ich verstehe die Befehle nicht so ganz. Er sagt, ihr seid außer Dienst, Schätzchen. Ja, genau. Sollten wir also nicht in Uniform sein? Eine tolle Idee, nichts ist besser als im Thermalbad zu entspannen, um eine besorgte Seele zu besänftigen. So ist es, sollen wir? Prinzessin ist Elise? Die Mädels dürfen zuerst rein. Kommen Sie, gehen wir. Nein, danke, schon gut. Wie, bist du sicher, dass du diese Großzügigkeit deines Captains ausschlagen willst? Nur wir Mädels und das Wasser.
sie haben sie einfach eingezerrt. Nach schon, okay. Dann entspannen wir uns einfach hier, bis sie wieder rauskommen. Okay. Rechte Quellen sind was Feines. Man, ich wünschte, ich könnte mich jeden Tag einweichen lassen. Oh, so, du warst nicht zu uns. Bist du ein Geist, aber ist die, du scheinst bereits die Sache mit Rita auszutragen. Ja, zusammen zu sein ist gar nicht so schlecht. Es wäre schön, wenn wir uns auch mit Flints und Ergebenen anfreunden könnten. Interessiert dich das alles nur im geringsten, Witcher? Ja, der Mechanismus fasziniert mich. Es wirkt alles recht primitiv. Du kannst auch aufhören zu glotzen und es deshalb mal ausprobieren. Es ist ein Zelt. Passt es auf derart kleinen Raum? Oh, ein Lotteriegummi. Die sind toll. Man weiß nie, was man bekommt. Ehrlich gesagt, interessiert mich eher, wie das Behältnis funktioniert. Sie sehen aus wie Vater und Sohn. Ja, wie Brüder. Raven, wo gehst du hin? Ja, wieder kommt nichts Gutes heraus. Ja. Stimmt, aber von Flint hatten wir noch gar nicht eine Ding ins Klamotte, ne? Also beide Klamotten. Captain Schwan. Uha. Soll ich noch einen Herzinfarkt kriegen, Flint? Captain Schwan. Wer soll es Schwan? Ich bin Rave, Captain Schwan. Das ist verboten. Okay. Was hat uns verraten? Meine ritterliche Intuition. Ich schwöre, dieser alte Mann war ja offensichtlich, also Wurf. Was zur Hölle hält Flynn auf? Wie lange will er denn noch da drin bleiben? Moment mal, weil er mich etwa auf die Probe stellen? Diese neue Befehlshaber macht mir Angst. Raven ist ja schon gut. Hm, lass mich mal nachdenken. Und sie noch, wir sind entspannt nach dem letzten Bosskampf, ne? Warst du denn? Wir sind dran, beeil dich. In Ordnung. Ich habe ihm gesagt, dass er auf uns wirklich keine Rücksicht nehmen muss. Dann wissen Sie, wie viel Flynn bedeutet. Natürlich. Deshalb trauen ihm seine Untergebenen alle so sehr. Nicht nur als Ritter, sondern auch als Mensch. Jawohl, seine Leidenschaft und seine Eindringlichkeit machen ihn zu einem guten Anführer. Ja, genau. Wirklich, du findest ihn nicht zu weich? Ich kann manchmal immer noch nicht glauben, dass so ein Grünschnabel wäre, die dienstführenden Befehlshaber ist. Autsch, Rita, das ist hart. Du weißt überhaupt nichts über ihn. Er war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass du überhaupt einbezogen wirst. Wie bitte? Es war Captain Flynn, der deinen Wunsch respektierte, nicht mit in die Ruinen von Schalkes zu gehen. Wo ich ihm geraten hatte, dir zu befehlen, dass du deine Pflicht als Forscherin von Asbjörn erfüllst. Wie ich schon sagte, er ist weich. Flynn hat dich gebeten, dich ihm anzuschließen? Rita in der Flynn-Brigade. Na, das war ja mal ein Anblick. Das konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Rita, selbst wenn es wirklich so aussieht, solltest du so etwas Furchtbares nicht sagen. Ach, das ist schon okay. Schlussendlich vertraut Rita Flynn eben doch. Gut, denn wenn es anders wäre, das wäre nicht so gut. Ach ja, und warum? Darum, Captain Flynn hat euch alle als seine Gefährten akzeptiert. Oh mein. Oh, ich glaube, das war falsch übersetzt. Oh my. Komm schon, lass mich auch rein. Freunde, hier herrschen Bedingungen wie in einem Schneesturm. Ich sehe gar nichts. Deine Brille ist nur beschlagen, Witcher. Oh, richtig, ich setze sie besser ab. Pass auf, vor dir, du läufst gleich gegen die Tür. Schon gut, warte, rühr dich nicht vom Fleck, ich führe dich raus. Warte, Flynn, das ist die Seite für Frauen. Wir haben das ganze Bad für uns reserviert, also wird da eh niemand sein. Aber... Was ist denn? Da drüben, das sieht aus wie ein Kuckloch.
Was? Du spannst auf, Flynn? Wir sollten draußen eine Warnung anbringen, sonst könnten ja was Übles passieren. Hey, was meinst du mit ich spanne auch? Ja, du wärst doch der Letzte, der irgendjemanden beobachtet, Flynn. Mit wem genau hast du mich da in einen Topf geworfen? Nun, Meister Carolis ist eben in dem Alter, in dem solche Dinge reizvoll werden. Hm? Ich habe zwar Verständnis für deine wachsenden Bedürfnisse, aber solche Verbrechen sind unverzeihlich. Warum schlägst du dich auf seine Seite? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Wuff. Ah, tut mir leid, dass ich dich hab warten lassen, Repeat. Sollen wir jetzt raus? Es ist ganz allein Ravens Schuld, dass mich jetzt alle für einen Schmutzfinken halten. Nun denn, wir sollten uns zu unserer Pflicht zurückkehren. Alles klar, kümmere dich um die Ritter und seine Ruhe. Ja, Sir. Oh, Captain Flynn. Ich habe etwas zur Stärkung einer Rüstung aus dem seltenen Material hergestellt, die ich in dem Behälter gefunden habe. Bitte nimm es an, nicht. Stachelrüstung. Aber das ist ein Dings, okay. Also warten. Was gibt's? Ich wollte dir nur danken für die Freundlichkeit, die du uns entgegengebracht hast. Das ist meine Form der Anerkennung, euer geduldsamen Dienst für die Ritter. Ob es regnet oder schneit. Dennoch, vielen lieben Dank. Den beiden würdest du dein Leben anvertrauen, stimmt's, Flynn? Es ist selbstverständlich. Sonst würde er sie nicht aus den Augen lassen. Sowohl Sodia als auch Witcher haben meine Erwartungen an sie weit übertroffen. Deshalb möchte ich ihnen im Gegensatz weit übertreffen, was sie von mir erwarten. Ich sehe es wie das katzenaugige Mädel. Von einem Anführer wie dir kann man nur träumen, Flynn. So ist es. Tja, ich stimme nicht zu. Worüber redet ihr schon wieder? Ich denke, wenn du sie beim nächsten Mal willst, wird sie dich liebend gern begleiten. Hey, leg mir keine Worte in den Mund. Oh, nun vielen Dank. Ich freue mich schon darauf. Ja, also, wenn ich nicht beschäftigt bin. Warte, was ist hier los? Die Rüpeler von der Meister Carol, sie haben sich offenbar zu einem Rendezvous verabredet. Was? Haben wir gar nicht. Warum wird Carol jetzt geschlagen? Ist jetzt ungebührlich, andere derart zu denken, Yuri. Ja, ja. Warum immer ich? Haben wir aber nichts bekommen, Mann. Ja, okay, Dings haben wir bekommen, aber das war zum Ausrüsten halt, brauche ich halt nicht. Ich meine, guck dir ihn an. Sieht man gar nicht in dieser Badass-Rüstung. Warte mal, was hat er jetzt nochmal das hier, ne? Oder hat ne? Wir hatten eine Augenklappe. Gut, wie sieht sie aus? Gut, keine Ahnung. Und dann gehe ich wieder raus, habe wieder eine Szene gesehen und ja, weiß ich nicht. War irgendwie voller Filler, habe ich so das Gefühl. Aber gut, dann sehen wir uns, wenn ich wieder was finde. Bis gleich. So, der Typ hier stand vorher noch nicht hier und ich glaube, ich weiß sowieso. Ich habe ein bisschen hier an diesen Automaten hier rumgespielt und habe noch so eine Figur hier bekommen. Das ist doch nicht, ist das nicht die von Dings? Wie heißt das nochmal? Valkyrie, irgendwas Valkyrie. Und ja, ich wusste jetzt nicht, wie viele von diesen Dingern ich brauche, aber weiß nicht. Diese Dinger habe ich hier auch gesammelt in Namco Bandai Island und ja, ich habe glaube ich so, weil ich pro Automat glaube ich immer so 2 oder 3 bekommen und ja, anscheinend habe ich jetzt alle, ne? Weil der Typ, der steht jetzt hier und ja, hoffentlich war das MWHIG, soll das irgendwas bedeuten, keine Ahnung. So, und ja, ich habe jetzt nicht gewusst, ob ich hier schon alle habe, deswegen habe ich jetzt so 10-20 mal was reingeworfen und ja, anscheinend hat mir noch hier eine Figur gefehlt und ja, boom. Ha. Jetzt habe ich da abgeschlossen, ne? Oh, dieser Gesichtsausdruck, könnte es sein. Jawohl, ich habe es im Alleingang geschafft, die gesamte Serie zu sammeln. Was meinst du mit dem Alleingang? Bitte lass sie mich sehen. Ja, alle in meiner Hand. Fantastisch, einfach fantastisch. Ihr habt wirklich alle 11.
Oh, ich kann es nicht erwarten. Ich kann es nicht erwarten, mein Zimmer mit ihnen zu dekorieren. Schön, dass du dich so darauf freust. Dann ist unser Job erledigt, richtig? Oh, Entschuldigung, ich habe mich hinreißen lassen. Keine Ursache. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Nun, zu eurer Belohnung. Hm, wie wäre es an? Was wäre angemessen? Geld vielleicht oder ein Objekt, vielleicht ein anderes Spielzeug? Entschuldigung. Was ist los, ist der? Warum kreischst du so? Meinst du, du könntest uns die C-Statue L zurückgeben? Wovon redest du, Estelle? Er hat uns den ganzen elfteiligen Satz gebeten. Ein unvollständiger Satz hat für einen Sammler keinen Wert. Ich weiß, aber diese eine Statue könnten wir ihm nicht geben. Oh, es geht um Hanks, nicht wahr? Die Statue ist eine Erinnerung an seine Frau. Sie ist ihm sehr wichtig. Aber er hat sie nicht dir gegeben. Hat er sie nicht dir gegeben, Estelle? Aber sie gehört ihm. Wir müssen sie ihm zurückgeben. Also bitte, bitte, lass uns die Statue behalten. Estelle. Aber ihr habt mir die Statue doch als Teil eures Auftrags gegeben. Moment mal, was machst du da? Ach, tut mir leid, das sind alles Fälschungen. Juri, wovon redest du? Ich dachte, ich hole mir die Belohnung, indem ich sie einfach ein paar Fälschungen abgebe. Es sah so, als würde Estelle alles auffliegen lassen, also habe ich sie zurückgestohlen. Du hast sie zurückgestohlen? Ich bitte um Verzeihung, anscheinend war der Job ein Fehlschlag. Was zum... Soll ich etwa wie ein Idiot dastehen? Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube dann auch noch. Ach, sieht aus, als müssten wir auf die Belohnung verzichten. Nach all der Arbeit haben wir nur eine Tiara. Juri, ich danke dir. Das ist das einzige Ding von Wert, was Hengst je besessen hat. Ich konnte nicht zulassen, dass du es weggibst. Und außerdem ist es eine Fälschung. Wenn das rausgekommen wäre, wäre der Ruf der heldenmutigen Vesperia ruiniert. Das war ein Unsinn. Zum Glück war der Typ zu begriffsstutzig, um das schlechte Schauspiel zu durchblicken. Warum haben wir nicht einfach eine richtige Fälschung hergestellt, um sie ihnen zu geben? Du bist noch schlimmer als Juri. Hüter der Erinnerung, Juri. Der ganze Aufwand immer für einen blöden Titel. Es verändert irgendwie die wichtigsten Dinger der Welt. Ich verstehe das nicht. Da. Ups. Erinnerungen sind weit mehr als ein schöner Mammon, als ein schnöder Mammon. So, gut. Mal wieder was bekommen, mehr oder weniger. Alles klar, dann weiß ich nicht, weiter. Okay. Goldene Truhe. So kalt, so kalt, so kalt, so verflucht kalt. Da ist bestimmt dieser... Was muss man noch mal finden? Diese eine Familie in Jumanji, ne, nicht Jumanji. Ne, vor allem der war auch falsch, nicht Jumanji, da ist dieser Film. Jormgen, ne, doch. Doch, diese eine Stadt, die nur noch aus Sand besteht. Ja, da sollten wir doch irgendwas holen aus irgendeinem kalten Gebiet, ne, und ja, ich nehme an, das ist das, ne. Ein Reaktor oder was weiß ich. Moment mal, was ist das? Mikroschaltkreis, genau. Das ist ein Mikroschaltkreis. Blastier nutzen sie vor langer Zeit, um Erde zu absorbieren. Man bekommt nicht alle Tage einzusehen. Ich kann kaum glauben, dass wir einen gefunden haben. Und ich würde sagen, das hier zählt als kalter und unwirtlicher Ort. Ja, verdammt, also bringen wir das Teil zurück zu unserem Mann Krux bei den Jormgen-Ruinen. Ach ja, Daniel. Ich habe noch nie gesehen, wie uns so schnell so warm wurde. Warte mal, dieses Ding ist unglaublich selten. Du musst es mich erst untersuchen lassen. Oh ja, yeah, Zeit für Schwimmsachen. Er ist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Jo, er ist vor Schreck fast krepiert, als wir das Ding gefunden haben. Mikroschaltkreis, alles klar. Sieht schon voll modern aus. So. Irgendwie letztens konnte ich irgendwie gar nicht hier den Weg zurücklaufen. Irgendwie war es hier blockiert, aber jetzt kann ich da wieder. So, dann gehen wir da mal schnell ab. Ja, doch, Jormgen. Recht, holen wir uns vielleicht ein paar Schwimmsachen ab. Cool, hi, noch mehr Kostüme. Hey Kumpel, wir haben deinen Mikroschaltkreis.
Ihr sagt auf mein Wort, ihr habt es vollbracht. Bravo, ich bin höchst erfreut. Ich kann nicht fassen, dass wir etwas so Seltenes gegen Schwimmkleidung eintauschen. Beruhige dich, Rita. Also, jetzt kriegen wir die Schwimmsachen, ja? Die Vereinbarung. Nehmt welche immer euch gefallen. Juhu! Aber ich muss sicher gehen, dass sie passt. Ich muss sie anprobieren. Wozu, Menka, willst du dich mitten in der Wüste voller Ruinen umziehen? Seid unbesorgt. Wir haben diesen Bedarf vorausgesehen und ein einfaches Hightower, eine schlichte Ankleidekabine vorbereitet. Was? Hier draußen in der Wüste? Aber gewiss doch. Mal sehen wir jetzt, wie alle aussehen. Wow, Flynn, du siehst aus wie ein Lebensretter. Das ist so cool. Hey, danke, du siehst mit Schnorchel auch ziemlich gut aus. Wuff. Du bist mit Flynn im Partnerlook, Repeat. Ja, wenn ihr in der Nähe seid, ertrinkt so schnell niemand. Aber die Mädels haben nichts bekommen. Oh Mann, was hast du, wenn... Was denn diese kommen? Ja, Juri, ich glaube, meine Augen bluten. Ach komm schon, nur muss man sich mal austoben dürfen. Stimmt's, alter Mann? Raven? Das ist einfach nicht richtig. Die haben doch gesagt, das sind auch Badeanzüge für Frauen, oder? Warum habt ihr dann keine an? Mädchen lieben Badeanzüge. Es macht keinen Spaß, wenn nur wir Badesachen tragen. Oh, verstehe mich nicht falsch. Ich hätte gern einen genommen. Ich auch. Leider. Sie sagt, Mikroschallkreise sind das Hobby meiner Gatten. Für derartigen Plunder trenne ich mich nicht von meiner Badekleidung. Was? Selbst Carol hat Schwimmzeugs bekommen und er ist nur ein Kind. Der Meister und sein Erbe teilen ihre Faszination für Antiquitäten. Unfassbar. Bricht sich ganz schön auf über die Badekleidung anderer Leute. Bricht sich ganz schön über die Badekleidung anderer Leute auf, wollte ich sagen. So. Aloha, Junge. Küstenjunge. Dieser Sommertyp. Wasserscheuer Tauch und technischer Taucher. Sieht ein bisschen aus wie Emil aus Dingens. Der zu Symphonia 2. Mit der Farbkombi und so. Du stehst an Deck und blickst hinaus aufs Meer. Wenn du da bist, ertrinkt niemand. Also, ich dachte, Flynn wäre der Bademeister. Taucht ein in den Tiefen und freut dich auf die köstlichen Fischgericht. Du musst nur in Angst vor dem Wasser überwinden, sagt er, während er ein Fleischteil, während er so eine Keule mitten im Mund hat. So, Küstenjunge. Der Wasser. Die Augen zu öffnen ist ein Kinderspiel. Diesen Sommer versuche ich die 25 Meter. Dieser Sommertyp. Weißer Sand, blauer Himmel, die flirrende Sonne und ein kühler Brise aus dem Süden. Die Sommer jetzt ruft nach mir, Baby. Kinder in der Seenot retten und Meeresungeheuer bezwingen? Kein Ding. Die blauen Weiden sind unter meinen Aufsicht sicher. Ich wusste, da kommt noch was. Jetzt für die Mädels kommen. Ich wüsste nicht, wie Wertheier ist uns etwas entfallen. Also, was will seine Frau? Gibt sie uns bald dazu, wenn wir es beschaffen? Ja. Sie sagt nun, da er danach fragt, ich wäre sehr an einem eher Supraleiter interessiert. Warte mal, eher Supraleiter sind auch alte Blastia-Teile. Wenn es das ist, was sein Mann wollte, hätte er gleich danach fragen sollen. Nimmt sie nicht übel, sie hauen uns nicht übers Ohr. Selbstredend nicht. Die Kosmetikplastia der Dame benötigt zur Reparatur ein eher Supraleiter. Kosmetikplastia, so, alles klar. Es interessiert mich deutlich mehr als irgendwelche Badeanzüge. Das klingt absolut unglaublich. Eine Kosmoplastia, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe sie gewiss nicht kaputt gemacht. Was? Wie dem auch sei, alles, was wir tun müssen, ist euch den eher Supraleiter bringen, richtig? Und dann bekommen die Damen ihre Badeanzüge? So sind die Bedingungen, werter Herr. Naja, da haben wir keinerlei Indizien, wo es zu finden ist, ja super. Also gut, dann suchen wir diese Leiterding mal. Mann, ich bin so aufgeregt. Die Badeanzüge sind mir ziemlich egal, aber so einen eher Supraleiter würde ich gerne mal sehen. Aber diesmal haben wir wirklich gar keine Hinweise, das ist verrückt. Warum fragen wir nicht jemanden, der sich mit antiken Blas ja gut auskennt? Aber Rita ist doch schon hier. Oder wenigstens jemand, der häufig Gegenstände erforscht. Ja, sag mir auch wer, boah. Cicely,
Der ist in Halloa, ne? Geht aber nach Halloa, nehme ich an. Naugt der doch jetzt, ne? Vielleicht habe ich auch eine Mission irgendwie wieder erledigt. Oder weiß nicht, Kampfdinger, was weiß ich, wie die Dinger da sind. Halloa, boom. Der war, glaube ich, hier letztes Mal. Ansonsten, wen denn sonst, ne? Wen soll man denn sonst fragen? Das kommt. Boah. Komm schon. Nein, motivierend auch wiederholen. Motivierend viel geil halten. Ja toll, den kann man nicht ansprechen. Wen denn dann? Judith. Hör auf. Wenn du mir schon einen Tipp gibst, dann sag mir auch gefälligst die Antwort dazu. Ich komme darauf nicht allein. Wir tun noch irgendwie Blastia erforschen. Ich überlege gerade. Sind Dankes irgendjemand? Keine Ahnung. Und Polika? Keine Ahnung. Wüstenoase. Im Jahr so vielleicht. Ich gehe mal da ein. Nachher muss ich mir hinfliegen. Und dann gucke ich mal danach. Hoffentlich habe ich da recht. Vielleicht der Älteste, ne? Keine Ahnung. Mal schauen. Oh. Ne? Was? Okay, ich wollte schon sagen. Was? Erst kam das voll verzögert und dann kam das. Okay. Again. Guten Morgen. Die Stadt ist ganz schön gemütlich. Guten Morgen zusammen. Ach, schläft Judith noch? Sie war nicht in ihrem Zimmer. Oh, guten Morgen zusammen. Also, ich bin dann weg. Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein konnte. Keine Ursache. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe Geschäfte mit der Präsidentin vom Markt der Fortuna gemacht. Sie war nur hier, um mich über etwas zu informieren, wonach ich sie vor einiger Zeit gefragt hatte. Wonach du sie gefragt hattest? Du meinst den Speer, den du in Gasfaros verloren hast? Ja. Der Speer, der all die Blastia zerstört hat. Du hast also nach ihm gesucht. Es war ein ganz guter Speer. Und hat Präsidentin Kaufmann dir etwas dazu sagen können? Es gibt keine Neuigkeiten, was Speer auf den Markt betrifft. Sie meint, es könnte eine gute Idee sein, den Blutbund aufzuspüren. Der Blutbund, also, ich frage mich, ob die neben Gasfaust doch andere Basisen haben. Willst du nach ihm suchen? Nein, das ist schon in Ordnung. Wirklich? Du warst doch so erpicht darauf, ihn zu finden. Ja, aber der Punkt ist erreicht, an dem das alles den ganzen Ärger nicht mehr wert sein könnte. Der Adephagus wird nicht auf uns warten, wenn wir nach dem Speer suchen, verstehst du? Ja, also wenn es dir nichts ausmacht, stellen wir die Suche ein. Aber da nun alle da sind, sollen wir aufbrechen? Ja. Okay. Wir sind etwas nur ihr passiert. Cool. Stimmst du schon vorher da? Nein. Was? Giovanni. Oh, hallo. Führt ihr auch eine... oh, hallo, führt ihr auch euer Sammelalbum ein? Oh, du sollst genügen. Hör mal, hast du eine Ahnung, wo wir einen R-Superleiter ausbilden könnten? Ein R-Superleiter? Wofür braucht ihr den denn? Ist sogar die richtige, ich weiß nicht. Sie lassen sich in heutigen Blast ja nicht einsetzen. Wir brauchen einen, das Schicksal der Welt hängt davon ab. Halt die Goschen, also wie sieht's aus? Reicht schon, wenn du uns sagst, wo sie früher waren. Wir wollen nur Informationen. Ich habe Infos, aber ich habe auch zufällig drei R-Superleiter. Wie bitte? Her damit, her damit, her damit. Bitte, bitte und danke. Das habe ich gerade gesagt. Klappe zu. Verzeihung. Hättest du vielleicht bereit, dich von einem zu trennen? Ich sehe, hast du ein Sammelalbum. Also, warum nicht? Ich brauche für meine Forschung sowieso nur einen. Einen Moment, bitte. Ich hole ihn. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er sie einfach rumfliegen hat. Könnte es Replikate sein?
Kein anständiger Magier würde sich die Mühe machen, um ein Replikat zu bringen. Und wenn doch, prügeln wir ihn windelweich. Krass. Ja, bitte sehr. Ist das alles, was ihr braucht? Was? Extrem wertvoll, aber Raven lässt sich nicht so einfach davon trennen. Wow, ich habe noch nie einen Ehrensuperleiter gesehen. Bist du sicher, dass wir ihn einfach haben können? Natürlich, ich habe meine Dissertation darüber sowieso schon abgeschlossen. Tja, dann vielen herzlichen Dank. Du hast keine Ahnung, wie dankbar ich bin. Hey, vorsichtig! Schon gut, schon gut. Versprich mir einfach, dass du weiterhin dein Album auffüllst. Ja, wie viel haben wir eigentlich? 89%. Ich habe mit Sicherheit einige Sachen verpasst, aber wir kommen nah dran, ne? Nehme ich an. Es gibt bestimmt einige Sachen, die ich verpasst habe. So einfach geht das halt nicht. Gut, dann gehen wir mal zurück nach Jormgen und holen uns Badeklamotten für die Mädels, hoffentlich. So. Gut, Daniel, auf ein Wort. Hi. Hi, habe ich gesagt. Hey, Tantchen, wir haben deinen Eier-Superleiter. Nenn sie doch nicht Tantchen. Hab ein wenig Respekt. Sie sagt, oh ja, dies sollte funktionieren. Alles repariert. Bitte sucht euch als Zeichen meines Dankes den Badeanzug aus, den ihr, der euch zusagt. Jawohl, also welcher ist am gewagtesten? Warum musst du das denn fragen? Hier, ich nehme gern einen. Sehr schön, so ist recht. Nein, danke. Sag das nicht, Rita. Ich wette, du willst dann süß aussehen. Hm, na, wenn du was wirklich meinst, schaue ich mal kurz. Gut, also auf geht's zur Ankleide. Ja, dann zeig mal. Auf mein Wort, Rita, du siehst bezaubernd aus. Du auch. Ist das zu viel? Mein lieber Scholli Patty, du bist mit dem Bade, bist du mir dem Badeanzug sicher? Als Seefahrerin habe ich die Freiheit zu tragen, was mir gefällt. Mir gefällt dieser schicke einteilige Badeanzug. Hey, alter Mann, du bist verdächtig still da drüben. Das gefällt mir nicht. Was zum Henker? Er ist ohnmächtig geworden, aber er steht immer noch. Schätze, diese Aufregung war einfach zu viel für ihn. Hohoho, ach, was ich drum gebe, wieder jung zu sein. Raven ist aber nicht jung. Erfrischendes Weiß. Kesses Strandmädchen. Schwarzer Bikini, Hauch von nichts. Regenbogen des Südens. Was? Punkte. Was? Wieder macht alle Fälle. Das durfte nicht gezeigt werden im, ich wollte jetzt sagen, deutschen Fernsehen, aber ne, schon was ich meine. So, Rita, ich will keinen Sonnenbrand, ich bleibe einfach im Schatten. Was soll am Strand noch mal so toll sein? Erfrischendes Weiß, strahlendes Weiß, bezeugt die Reinheit eines Mädchens. Wenn es in diesem Badeanzug in die Wellen tobt, setzt sein Herz einen Schlag aus. So. Schwarzer Bikini, auch von nichts. Eine schlanke Figur in verführerischer schwarzer Badekleidung, die Wettbewerbsvorhersage, es wird heiß. So, Betty. Deine Zöpfe flattern in den salzigen Brise, während du deine Zähne ins kalte Wasser taust. Charmanter als ein Neon-Demoiselle.
Okay. So, mit den ganzen neuen Titeln gehe ich noch mal zurück nach Dangres zu diesen einen Typen und gucke, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, was bekomme jetzt. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Ach, die werden ja nicht unter Dings eingetragen, ne? 89%. 64%. Hier fehlen noch so viele Monster. Wie? Und ich gehe dann mal nach Dangres, guck mal. Wir haben ja auch neue Frisuren und so. Ich nehme an, die ganzen Frisuren können dann auch freigeschaltet werden, so als, weiß nicht, in normale Kleidung und so. Also ja, gucken wir mal. Also muss ich nach Dangres. Also ja, sehen wir uns. Werde ich wahrscheinlich nicht zeigen, aber außer wir bekommen irgendwas richtig Geiles und ja. Ich weiß nicht, dürfte eigentlich der Ende des Parts sein, ne? Ich weiß nicht, was ich noch so dranhängen soll, keine Ahnung. Also ja, bis irgendwann. Oder bis gleich, keine Ahnung, mal schauen.